Glückwunsch für 300.000. Warte mal, was? 300.000? Ich hätte aber gerne eine Million. Hey Schatz, alles Gute zu 300. Du bist schon ein bisschen Abo-geil. Streich das Abo weg, dann passt's. Hallo meine Homeboys, Girls. Ich habe meine 300.000 Abonnenten erreicht. Yeah! Warte mal kurz, das kenne ich doch irgendwoher. Ich habe die 200.000 Abonnenten erreicht. Yeah! What the f***? Man, was, wie schnell die Zeit verfliegt. Life is short, bro. Yeah, ich rauche einen Nagellackentferner. Geil. Das gibt mir den ultimativen Swag, Bro. Ohne meine Community wäre ich ein Niemand. Deswegen, meine Freunde, finde ich, dass der Iblali etwas ist, was nicht ich alleine aufgebaut habe, sondern ihr mit der Iblali-Positiven und ich als Community gemeinsam. Daher würde ich mich bei euch zutiefst bedanken. Oh, der musste sein. Und jetzt, meine Freunde, wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge von Alitärs, Bitches. Hey Ali, weswegen gucken manche Heater noch deine Videos, wenn sie dich so hassen? Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum mich einige Heater nicht mögen. Meine Heizkosten zahle ich doch auch immer pünktlich. Ob mich meine eigene Heizung auch hasst? Ich will ein Blatt mit Hitze vernichten. Das ist hier vielleicht wärmer geworden oder bilde ich mir das nur ein? Ja, genau. Ein Grad. Stirb, mein Blatt. Stirb. Ich mach mal die Heizung aus. Nein, nein, nein. As luck, welcome. Ja, genau. Und was soll das sein, wenn ich fragen darf? Vielleicht das neue Album vom Haftbefehl? Koka, Koka, as luck, welcome. Apropos Aslaks, ich wurde von einigen Tagen von welchen angepöbelt. Und das nächste Mal, wenn ich mich Misskerle sehe, veranstalte ich ein Fantreffen vor Ort. Ne? Fantreffen. Und dann sagen wir alle, Aslak, welcome. Deine Freundin heißt ja Yuki und ich habe eine Katze, der ist auch Yuki, aber die Katze ist männlich. Was hältst du davon? Tschüss. Eigentlich habe ich mal gedacht, Yuki wäre nur ein Frauenname. Ich meine, wenn ich bei Google Bilder Yuki eingebe, habe ich auch 1000 japanische Bikinischlampen vor mir. Deswegen gehe ich mir davon aus. Hey Ali, ich Vanessa bin 8 Jahre alt und ich wollte dich fragen, ob du in einem deiner Videos vielleicht mal deinen Penis zeigen kannst. aber natürlich, einen Augenblick. Was heißt hier pädophil? Ich bin doch auch gerade mal 5 Jahre alt, ihr Tja, meine Freunde, hat wohl auch seine Vorteile am Schaltjahrtag Geburtstag zu haben, nicht wahr? Hey, ich bin ja wieder draußen. YouTube-Partnerkräfte! Sei mal ein bisschen ernster. Ja, aber natürlich. Sag das zu einem Comedian auf YouTube. Das ist so, als würde man Albert Einstein sagen, sei mal ein bisschen dümmer. Oder zu Axel Schröder, sei mal ein bisschen lustiger. Einige Dinge passen einfach nicht zusammen. Punkt. Wie sieht's aus, wenn man Felix mit Dürrem Huhn Ali vermischt? Ist dein Kater dick? Ach, meine Güte, ach was? Sieht das etwa dick aus? Ich will sterben. Deine Katze, wie findet deine Katze deine Videos? Eine verdammt gute Idee. Komm, Felix, wir schauen uns ein Lani-Videos an. Nein, nein! Hab nun Yuki eigentlich S-E-X? Aber natürlich nicht. Du krankes Schwein. Ich habe nicht mal ihre Hand berührt. Mädchen. Ich bin ein wahrer Gamer. Wie würdest du als Yuki aussehen? Doppelten D? Geil, ich hab Titten. Und ich hab einen ziemlich kleinen Schniedel. Hey! Hey Ali, wenn du eine Frau wärst, was würdest du machen? Und wenn ich einen Tag lang eine Frau wäre, wäre ich die größte Schlampe auf der Welt. Wenn man schon die kurze Gelegenheit bekommt, dann muss man sie auch ausnutzen, oder? Andererseits wäre das irgendwie schwul, oder? Was würdet ihr sagen? Wäre das schwul oder nicht? Deine Haare sind schon wieder länger? Wie geht das bei dir so schnell? Mann, ich habe jetzt gefühlt in 200 Videos wieder längere Haare. Gut, es gibt wesentlich schlimmere Blitzmerker, wie zum Beispiel die unter meinem 500-Abonnenten-Special von vor 4 Jahren. Wäre sie mit dem komischen Oberlippenbärtchen weg? Spast! Warum piepst du Schimpfwörter raus? Keine Ahnung, ich gebe ein F drauf. 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 Wah! Hey du Opfer, ich mag dich nicht, denn du bist doof. Haftbefehl ist Weste. Ja, aber natürlich ist Haftbefehl Weste. Deswegen versteht man auch seine Texte so gut, nicht wahr? Stellt euch mal vor, Dürrem Huhn Ali würde so rappen wie Hafti in Chabos wissen, wer der Babo ist. Man versteht, ich glaube, ihr würdet das sogar abfeiern. Ah, so macht er das also. Hey Ali, wieso zockst du jetzt Wii bzw. Nintendo? Weil ich mich auch für andere Sachen interessiere außer Call of Duty. Oh mein Gott, er ist individuell. Schnappt ihn euch. Sieht deine Kacke anders aus als meine? Aber natürlich, wir YouTube-Partner haben die wundervollste Kacke, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich werde dich niemals vergessen. Niemals. Hoffentlich sieht man sich bald wieder. Mach's gut, Pupi. Ja, ich geh mich mal erhängen. Ja, meine Homeboys und Homegirls und Home-Dogs und Home-Homes. Es wird Zeit für die Challenge-Time. Bei dem letzten Mal war die Aufgabe, mich als Pokémon zu zeichnen. Und hier kommt die Top 10.
gezeichnete Kunst, meine Herrschaften. Aber jetzt sollt ihr zum ersten Mal nichts zeichnen, sondern ein Foto schießen. Mit der fiesesten und bösesten Grimasse, die ihr nur drauf habt. Meine wäre zum Beispiel die hier. Und jetzt mal davon, da seid ihr dran. Schickt mir eure Bilder an die E-Mail-Adresse hier. Die lustigsten 10 kommen in die nächste Ali Tales Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und teilt es der Welt. Klickt hier für die letzte Ali Folge. Und hier für Ali Tales. Und hier kann man abonnieren. Bis dann und haut raus. Juhuhui. Wow.